Moin Leute, mein Name ist Koma, ich zocke bis ins Koma und heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SWTOR. Und wir sind gerade, wie man sehen kann, sehr unschwer in unserem Raumschiff. Und wir beglückwünschen uns gleich mal dazu, dass wir einen neuen Gefährten haben, auf den ich mich richtig freue, nachdem wir mit unserem General Garza gesprochen haben. Da seid ihr ja. Muss ich meine Enttäuschung darüber, dass ihr meine Befehle missachtet und dem SID von den Überläufern bei den Sondereinheiten erzählt habt, erneut äußern? Oder habe ich mich klar ausgedrückt? Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Alles andere ist unwichtig. So schaut's aus. Meine Befehle haben einen Sinn, Lieutenant. Es ist wichtig, dass niemand von den Überläufern erfährt. Ja, ja. Was die Mission betrifft, bin ich zufrieden. Ihr habt Tavos Pläne für M14X vereitelt und eine wertvolle Einheit zurück in den Dienst der Republik gebracht. Gut gemacht. Ich bin erst zufrieden, wenn ich Tavos im Visier habe. So sieht's aus. Mir geht es nicht anders, Lieutenant. Aber es wird sicher nicht mehr lange dauern. Natürlich habt ihr fast die ganze Galaxis in einen Krieg verwickelt, um die Mission abzuschließen. So etwas solltet ihr in Zukunft besser vermeiden. Ich habe mich zum Kämpfen gemeldet, nicht zum Verhandeln. Der Vertrag von Coruscant ist offiziell immer noch in Kraft. Wir können offiziell. Uns keine Vorfälle in der Öffentlichkeit leisten. Ich habe gerade eine Nachricht erhalten und möchte, dass der Chaos-Trupp sofort einschreitet. Es geht um Tavos. Er hat mit seinem Kommandoteam gerade ein Forschungszentrum der Republik auf Kularin überfallen und den Prototypen einer Tarnvorrichtung gestohlen. Aber der Prototyp ist mit einem Sender ausgestattet. Wir wissen jetzt genau, wo sich Tavos Schiff befindet. Es geht los, Lieutenant. Das scheint mir schon fast zu einfach. Richtig. Hoffen wir, dass die Situation wirklich so simpel ist, wie sie aussieht. Tavos Schiff befindet sich zurzeit allein in einem leeren Raumsektor. Wahrscheinlich treffen sie sich dort mit einem größeren Schiff. Ihr müsst vorher dort eintreffen, Lieutenant. Das hört sich nach einem Klischee an. Wenn ich einsames Schiff im leeren Raum höre, heißt das für mich Falle. Darum kümmern wir uns, wenn wir dort sind. Wir oder ich? Nutzen. Ihr trefft auf Haron Tavos selbst, Lieutenant. Alter. Wenn ihr jetzt erfolgreich seid, ist alles andere nebensächlich. Ja. Ich werde nicht scheitern. Genau deshalb schicke ich euch. Dir ist das doch scheißegal. Du stehst nur als Holo hier rum. Tarnvorrichtung sichern, wenn ihr euch um Tavos gekümmert habt. Oh, es wäre ein Desaster, wenn er in die Hände des Imperiums fiele. Ich sende euch jetzt die Koordinaten. Verschafft euch Zutritt zu Tavos Schiff. Und tut dann, was notwendig ist, um ihn zu neutralisieren und den Prototyp zu sichern. Tja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin der Meinung, das ist ein Hinterhalt. Das ist doch totales Klischee-Ding. Das kennen wir auch schon alles irgendwo, ja. Hm? Kennen wir nur von der anderen Seite. Da gibt es auch immer wieder diese Momente, wo man auf ein Raumschiff kommt und dann bemerkt, alles ist für den Arsch. Dann kommt der Hinterhalt und man versucht uns auf die andere Seite zu ziehen, beziehungsweise es gibt einen ordentlichen Plot-Twist und es geht von vorne los. Und wo ist mein neuer Roboter? Ich möchte mit dem reden. Verdammte Axt. Wo ist er? Nein. Aber ich muss wahrscheinlich wieder eine Etage tiefer. Das könnte jetzt wieder richtig gut passen. Jedes Mal, wenn Sie von einer Mission zurückkehren, halt die Schnauze. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ihr seid auch nicht. Die kleine Drecksau. Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Nee, da ist er nicht. Was wird mir denn hier angezeigt? Was ist denn das? Republikanisches Flottenkommando da und dies und das und jenes. Wo ist der Bot? Er muss da hier irgendwo rumstehen. Oder steht er jetzt hier mit dem Raum bei den anderen? Nee, da ist er nicht. Und da ist er auch nicht. Ja, meh. Das war nicht so gut. Na, egal. Ist erstmal egal. Erstmal. Wir führen erstmal Gespräche mit den Leuten, die noch da sind. Das ist ganz wichtig. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Nach unserem Gespräch mit Captain Kalor war ich unnötig schroff zu euch. Ihr wart mir eine große Hilfe. Oh. Leider habe ich da schon ganz andere Erfahrungen mit republikanischem Personal gemacht, seit ich übergelaufen bin. Ich wäre kein guter Kommandant, wenn ich mich nicht um meine Leute kümmern würde. Oh. Das weiß ich zu schätzen. Die Leute misstrauen mir, sobald sie mich reden hören. Das liegt wohl an meinem Ton. Und wenn ich nicht als Spionin verdächtigt werde, werde ich als Informationsquelle missbraucht und über die imperiale Kultur, Militärprotokolle und wichtige Persönlichkeiten ausgehorcht. Einfach ermüdend. Ihr könntet auch in einer Zelle sitzen und dort ausgequetscht werden. So schaut's aus. Ihr habt recht. Ich habe eine einmalige Chance erhalten.
Misstrauen und Unbehagen sind ein kleiner Preis für ein reines Gewissen. Mir tut es nicht im geringsten leid, zur Republik übergelaufen zu sein. Trotz meiner Vergangenheit durfte ich dem Militär beitreten, Auszeichnungen sammeln und im Elitetrupp der Republik dienen. Ich kann mich glücklich schätzen. Würde mich mal interessieren. Was hat euch überhaupt dazu bewogen, die Seite zu wechseln? Lasst uns später darüber reden. Ich habe genug eurer Zeit beansprucht. Ach, komm schon. Ich brauche Informationen. Ich will das wissen, warum. Verzeihung. Darf ich euch eine persönliche Frage stellen? Aber nur, wenn wir selber eine stellen dürfen. Es geht um die abtrünnigen Ex-Mitglieder des Chaos-Trupps. Wie war es, als euer Kommandant und eure Kameraden sich dem Feind angeschlossen haben? Wie habt ihr euch gefühlt? Ich hätte sie mit bloßen Händen erledigt, wenn ich es gekonnt hätte. Eine verständliche Reaktion. Ich habe mich immer gefragt, wie meine Familie wohl auf die Nachricht reagiert hat, dass ich übergelaufen bin. Es war sicher nicht leicht für sie. Wie war eure Familie? Streng, stolz, warmherzig. Zumindest im Privaten. Ah, okay. Die Mitglieder der Dorn-Familie machen sich schon seit Generationen einen Namen der imperialen Armee. Das ist eine wichtige Familientradition. Es ist nicht leicht, sich einen Namen im Imperium zu machen, wenn man nicht empfänglich für die Macht ist. Meine Familie hat es geschafft. Hoffentlich geht es ihnen gut. Eure Familie kam auch vor eurer Geburt ohne euch zurecht. Es wird ihnen gut gehen. Ihr habt sicher recht. Hoffen wir es einfach mal. Das war's schon wieder. Ich hab gedacht, wir kriegen jetzt mal was zu hören. Also wir wissen schon mal, sie hat keine Macht am Ende in ihrer Familie. Erfahrung aus erster Hand ist immer die beste. Mist, es hört jetzt auf. Schade. Ich hab gedacht, es geht weiter. Eric, wie geht's dir? Schlechte Nachrichten. Schon wieder. Ich habe gerade eine Nachricht vom Kommando erhalten. Es geht um eine alte Scharfschützeneinheit, den Todestrupp. Immer noch. Sie wurden gefangen genommen. Oh. Es passierte während der Routinesuche nach einem Offizier. Irgendwie haben die Imperialen sie gefunden und die ganze Einheit einkassiert. Grob fahrlässig. Würde es euch umbringen, ein bisschen Mitgefühl zu zeigen? Es tut mir leid. Ich werde sie fest an mich drücken, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Irgendetwas an der ganzen Sache kommt mir komisch vor. Okay. Der Todestrupp war auf Nar Shaddaa im Einsatz. Das ist Huttengebiet, neutraler Boden. Der Trupp hatte dort nichts zu suchen. Glaubt ihr, dass noch etwas anderes dahinter steckt? Das kann ich noch nicht sagen. Ich muss wissen, was mit dem Todestrupp geschehen ist und ob die Männer noch am Leben sind. Einsätze auf Nar Shaddaa werden in der Regel vom SID genehmigt. Nar Shaddaa? Wenn ihr gestattet, würde ich mich gern mit ihnen in Verbindung setzen und sehen, was sie wissen. Setzt euch mit Jonas Balka in Verbindung. Vielleicht kann er uns helfen. Richtig. Wie ihr wünscht. Wir werden uns in der Spelunke treffen, in der er seine Zeit verbringt. Mit ein bisschen Glück hat er vielleicht was für uns. Yeah! Haben wir gleich wieder Punkte gesammelt. Was denn jetzt? Schwarzer Bildschirm. Hallo? Ah, okay. Und? Na gut. Vielleicht müssen wir jetzt ja hier selber. Ach nee, wir müssen jetzt zurück nach Nar Shaddaa. Ich habe jetzt die Möglichkeit, Tabes Schiff aufzusuchen oder erst. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Ah, ich hasse mich. Okay. Genug Selbsthass. Auf nach Nar Shaddaa. Wir waren ja lange nicht dort. Toll. Einfach nur klasse. Los geht's. Das ist doch Bullshit ist das. Meine Güte. Warum hat der denn nicht früher damit kommen können? Warum? Meine Güte. Komm schon, jetzt lad fertig. Man hört doch schon im Hintergrund, dass alles läuft. Mann. So, wohin müssen wir denn? Mit wem müssen wir denn jetzt schon wieder? Oh. Oh, ich darf hier noch nicht mal schnell reisen. Echt jetzt, Mann? Komm schon. Spiel, verarsch mich doch nicht so. Ich war noch nicht einmal vor 20 Minuten erst hier. Das ist so ein Ding, wo ich mir denke, Alter, hat der mir nicht auch irgendwie mal vorher was sagen können, dass es auf Nar Shaddaa abgeht? Wir waren... Letzte Folge erst da. Ich würde mal sagen, ich darf mich nicht teleportieren. Wieso? Schnellreise ist hier nicht möglich. Okay, alles klar. Prima.
Jetzt hier wahrscheinlich dann, hä? Ja, von hier aus dürfte ich. Weißt du was? Du kannst mich mal. Kann ich genauso gut gleich das Teil hier benutzen. Dann teleportieren wir uns nachher hier direkt her und dann ist gut. Wir sind jetzt hier kaputt. Ach, da drüben ist er. Ha! Okay. So, dann bewegen wir uns mal ganz schnell. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert. Nicht, dass wir jetzt hier nochmal 20.000 Aufgaben machen müssen. Im Fall machen wir das jetzt halt. Dann ist das halt diese typische, die Truppenmissionsfolge. Sozusagen. Wisst schon. Was anderes können wir gerade nicht machen. Steht halt gerade so mal an. Ist ja auch wichtig, dass die Geschichte da ein bisschen mit vorangetrieben wird. Gehört ja mit zum Spiel dazu, oder? Ich finde es halt nur gerade ärgerlich, dass wir erst gerade auf Nashad da waren und erst jetzt kommt er da. Oh, das machen wir lange da. Ist ja schön. Prima. Klasse. Keine 5 Minuten vorher war mal drauf, du Arsch. Das ist da echt nervig. Ja, genau. Jetzt soll ich da runter bis zur Kantine. Nö, da teleportieren wir uns jetzt runter und dann ist gut. Müsste doch eigentlich da sein, oder? Ich hoffe es. Bitte. 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 Bitte, lass es dort sein. Ich weiß es nicht. Sieht gut aus. Ah! So, gehen wir mal schauen. Wird sich gleich das Chroma ärgern, ne? Da heißt es gleich, wir müssen nochmal von A nach B, nach C, nach D. Ach komm, mach das endlich weg. Das brauche ich ja nicht andauernd sehen. Danke. Das ist ärgerlich. Hallo, Jonas! Altes Haus. Ah. Ihr seid früh. Ich kam noch gar nicht dazu, uns was zu bestellen. Schön. Also, wie läuft's mit dieser 4X-Einheit? Hoffentlich heizt sie dem Imperium ordentlich ein. Keine Ahnung. Der Todestrupp, Balka. Was wisst ihr darüber? Er hat recht. Wir sind nicht zum Plaudern hier. So schaut's aus. Schön. Los geht's. Ich habe alle meine Möglichkeiten ausgeschöpft. Nur leider konnte ich nicht viel herausfinden. Warte. Anscheinend hat der Todestrupp versucht, ein hohes Tier der Imperialen zu beseitigen. Dann ging etwas schief und sie wurden geschnappt. Wir wissen beide, dass der SID mehr darüber weiß. Hier steht mehr auf dem Spiel, als ihr wisst. Die Sache droht aus dem Ruder zu laufen. Die Imperialen wollen Blut sehen. Also distanziert sich die Republik von der Operation. Ich dürfte nicht einmal mit euch darüber reden. Die Jungs sind auf sich allein gestellt. Das sind republikanische Soldaten. Allesamt gute Männer. Wenn die Republik nichts unternehmen will, nimmt der Chaos-Trupp das in die Hand. So schaut's aus. Ich weiß, das schreit zum Himmel. Aber mir sind die Hände gebunden. Mir sitzen hohe Tiere im Nacken. Sonst würde ich euch raten, einen Blick auf das Gefängnis zu werfen, das die Imperialen in der Schattenstadt errichtet haben. Oh nein, nicht schon wieder. Wir haben keine Zeit für eure Spielchen, Balka. Ich versuche nur, meinen Hintern aus Schwierigkeiten rauszuhalten. Also, wenn man den Gerüchten glaubt, und ich spreche hier nur von Gerüchten, haben die Imperialen ein Behelfsgefängnis nicht weit weg von hier gebaut. Dort werfen sie den ganzen hiesigen Pöbel rein, der aus der Reihe tanzt. Könnte gut sein, dass sie den Todestrupp dorthin gebracht haben. Das ist ein Anfang. Wir untersuchen das. Je weniger ich weiß, desto besser. Okay. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss an meinem Alibi arbeiten. Dieses Treffen hat nie stattgefunden. Das kennen wir alle. Wir hatten doch auch irgendwie eine Rüstungskamera, wenn ich mich nicht täusche, ne? Die konnte doch immer so einfach gehackt werden, haben sie gesagt. Naja, dann, Pech gehabt, Alter. So, Schattenstadt. Gefängnis. Sagt euch das irgendwas? Sagt euch das irgendwas? Nee, ne? Alter Schwede. Das heißt, wir müssen da wieder rein. Yay! Ich hab mich ja sowas mal drauf gefreut. Jetzt war ich ja schon wieder durch Nashadar. Von wegen Nashadar, wir verlassen dich. Juhu. Nix da. Wir bleiben weiterhin auf dem Casino-Planeten, ey. Verdammt nochmal. Das kann einfach nicht sein. Eric Jorgen hätte sich ja auch mal ein bisschen früher melden können, aber nein. Nein, wofür denn? Hat da eh alles keinen Sinn. Machen hier natürlich eine extra Scheiße draus. Nur für dich. Das ist echt ärgerlich. So. Terminal von Zellenblock 1 und 2 überprüfen und dann sind wir wohl damit fertig. Nee, es heißt danach wahrscheinlich, ja, nee, wir müssen noch dort und dies und das und jenes und sowieso. Ja, dann machen wir das halt. Okay. Ist ja auch ein Kollege von uns. So ist es ja nicht. Ah, ein Bro hilft man halt immer, ne? Gut. Hä? Ich hab gedacht, wir müssen hier hin. Hat er nicht gesagt, was,
Ich wünsche Ihnen einen sicheren... Hat er nicht gerade im Text davon gesprochen, dass in der Schattenstadt das Gefängnis steht? Und jetzt sollen wir dort rüberfahren? In den Industriesektor? Warte mal. Bei der Schattenstadt nach Informationen über das Schicksal des Todestrupps. Na, steht's doch. Suche in den Terminals der Zellenblocks im imperialen Gefängnis bei der Schattenstadt nach Informationen über das Schicksal des Todestrupps. What? Warum? What? Okay. Yay, alles gut. Alles in Ordnung. Ist halt die Schattenstadt, ne? Okay. Ja, Mahlzeit. Uhu, los geht's. Lass uns Spaß haben. Ich fühle mich irgendwie total verarscht. Aber hey, was soll's? Ist ja normal. So, was haben wir denn da? Da hinten sitzt ein Gegner, den kenne ich gar nicht. Ein Sith-Schüler. Nee, lass mal natürlich in Ruhe. Da ist ja noch einer. Nee, doch nicht. Lalala. Wir müssten dann jetzt irgendwo hier so entlang. Okay. Gut. Ich glaube, wir sind richtig. Hoffe ich. Hochsicherheitsgefängnis. Und fahren wir halt mal hin, oder? Leute, wir gehen mal gucken, ob wir dem Eric seinen alten Trupp, den Todestrupp, auffinden können. Zellenblock 1 und 2 sollten es sein. Ja, hier sieht es doch noch ganz gut aus. Was? Außenbüro Verteidigungsdruide. Republikanische Wachstreitkraft. Ein Sanitätsdruide. Das ist vielleicht noch besser, damit wir mal so ein bisschen den Scheiß loswerden, den wir mit uns rumschleppen hier, ey. Krasser Kack. Guck dir das an hier, ey. Meine Güte. Ich habe wieder Sachen dabei, wo man sich denkt, ey. Geht gar nicht. Ah, das ist hier noch von der Quest, ne? Das ist auch Schrott. Schrott. Eine Sammeltresorkiste. Interessant. Deine Festung. Sie sind einsatzbereit. Wartet mal kurz. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Was ist das? Uhrgerät, Sicherheitsschließfach und... Ja, hat schon gefragt. Okay. Coole Scheiße. Yay! Nein, ich habe keine Beschwerden. Ich möchte einfach nur diese ganze Scheiße loswerden. Verdammt, Axt. Haben wir noch irgendwas? Sie sind einsatzbereit. Bin ich das? Das ist aber schön. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Kiste enthält 5 Rüstungsteile. Das Ding legt man natürlich an. Ding. Das weniger. Okay. Nein, das auch nicht. Ich möchte gerne mal. Danke. What the fuck ist das denn alles? Hier, kannst du haben. Oh, nicht schlecht. Was ist das denn? Wofür ist das denn? Kreditchip im Wert von 25.000 kann bei einem jeden respektablen Händler gegen Ware im entsprechenden Wert eingetauscht werden. Oh, 25.000 Credits. Wo habe ich denn jetzt diesen ganzen Mist her, Leute? Verstehe ich jetzt gerade mal gar nicht. Who knows, who cares, ist egal. Ich verkaufe einfach den ganzen Scheiß und dann ist gut. Also, warte mal. Das sind 100.000 Credits. Einfach so? Ohne dass ich was dafür tun muss? Okay. Ist okay. Sind einsatzbereit. Das ist schön, wenn ich Einsatz... Also Leute, wir haben uns gleich mal drum gekümmert, dass wir wenigstens noch mal ein bisschen das Inventar gereinigt haben. So ein kleines bisschen. Und ich bin echt überrascht gerade. Das sieht man mir wahrscheinlich auch gar nicht an, ne? 100.000 Credits für den Arsch. Geil. Oder in den Arsch. Je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Man hat es mir in den Arsch gesteckt. Cool. Da waren so ein paar Chips. Die hat man mir in den Arsch gesteckt, damit ich einfach 100.000 Credits bekomme. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber das ist irgendwie total ungewohnt, dass mir überhaupt jemand was in den Arsch steckt. So. Auf geht's. Wir drängeln uns ja einfach mal so ein bisschen vorbei. Wir wollen ja nur zu diesem verschollenen Scheiß. Ne? Richtig? Richtig. Ja, genau. Und der zieht mich halt erst mal ran. Ich glaube, du spinnst, du. Ja, gleich ist vorbei. Da hat er aber recht. Kannst du haben, du kleiner Droide. Piu, piu, piu. Apropos Droide. Bescheuert? Anscheinend schon. Wieso darf ich den jetzt nicht holen? Habe ich wieder falsch rumgedrückt? Warte mal, da gab es doch extra dieses Fenster. Verdammt. Ist das nicht das Fenster? Nee, das ist das. Genau. So, hier. Nein, den da. Genau, jawohl. Den. Zur Stelle. Hallo! Da ist er. Oh, du kannst heilen.
Das ist ja richtig krass. Wir machen deine Rollenauswahl auf Schaden. Mach den Leuten Aua. Ganz viel Aua. Absidia. Da. Ich gehe da rüber auf die andere Seite und mach da so lange. Okay? Cool. Yay, das macht Spaß. Stopp. Sollte man sagen, jeder hat seine Aufgabe geschafft? Sehr schön. Na, dann gehen wir mal gucken, ob wir die verschollene Scheiße da so durchziehen können. Ha? Einfach wird es garantiert nicht, wie immer. Aber ich glaube, ich muss den dann ja gleich wieder mit dazu holen, ne? Ist doch auch ärgerlich, ist das. Komm schon, Bot, mach sie fertig! Das ist auch wieder Mist, ey. Ein theoretisch müsste ich hier schon wieder cutten. Das ist doch auch Blödsinn, ey. Naja. Gut. Wir machen jetzt hier erstmal noch schnell den Weg ein bisschen frei und ich moderiere schon mal ab. Also Leute, es tut mir leid, wir sind wieder auf Narsha da, wegen einer Crewmitglied-Quest. Und wir melden uns dann in der nächsten Folge, wenn wir diese Crewmitglied-Quest fertig haben, um uns dann auf Tavis sein blöden Schiff umsehen zu können. So, ich hoffe, es hat euch trotzdem soweit gefallen und ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.